herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum aktuellen Sportstudio. Herzlich willkommen hier bei uns und herzlich willkommen zu Hause. Ich darf Ihnen, liebe Zuschauer, meine neue Co-Moderatorin vorstellen. Ein Königspython. 23 Jahre alt, ein Mädchen und man hat mir versichert, ziemlich taub. Das heißt, sie hat den Applaus eben auch gar nicht gehört, fühlt sich gar nicht weiter gestört. Es ist abgesehen davon auch nicht ihr erster Fernsehauftritt. Aber wir haben sie eingeladen, weil wir unserem Studiogast eine Freude machen wollten. Er ist ein großer Schlangenfan, hat selber zwei. Er kommt vom FC Schalke 04, ursprünglich aus Österreich und heißt Christian Fuchs. Herzlich willkommen! Muss ich ganz unhöflich sein? Ich kann Ihnen gar keine Hand geben. Also können Sie mir auch gleich geben. Ein Königspython. Wollen Sie? Ja, klar. Schauen Sie mal. Ich habe schon gehört, das ist ein bisschen schwer. Ein Königspython. Wenn man so lange auf einem Arm hält, die wiegt schon was, die Schlange. Schon. Christian, Neuschalker. Schon richtig angekommen auf Schalke? Ja, eigentlich schon. Also mit meiner Frau habe ich auch schon Haus bezogen. Und mit Louis Holpe, den habe ich auch bei Mainz und bei Bochum auch schon als Wegbegleiter mehr oder weniger, also wir haben uns schon gut eingelebt. Ja. Aber Sie sind gerade umgezogen eben von Mainz nach Schalke und die Schlangen sind aber nicht mitgekommen. Wo sind die? Ah, die sind in Österreich. Bei wem? Bei den Schwiegereltern. Ah, die freuen sich, die Schwiegereltern. Ja, wenn man sagt, so ein bisschen meine beiden Schlangen. Genommen, ja, klar. Ja? Ja. Also ich hoffe, dass es etwas ist, was Ihren Geschmack ein bisschen trifft. Wir haben übrigens später auch noch eine Boa Constrictor. Die ist dann ein Stückchen größer, 2 Meter lang, 10 Kilo schwer. Ja, ein bisschen schwerer. Ein bisschen und wir haben dann nachher auch ausführlich Gelegenheit, über diese Tierchen und natürlich auch über Ihre fußballerische Karriere zu sprechen. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt noch mal kurz mit ihr Gassi. Aber sie will vielleicht gar nicht, glaube ich. Vielleicht möchte sie auch noch was fressen, das wäre vielleicht noch wichtiger. Ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Alles klar, bis dann. Vielen Dank fürs Dasein. Christian Fuchs. Mit Martin. Morgen schon was vor? Ja, das auf jeden Fall nicht. Die treffen sich morgen wegen der Nationalmannschaft. Und das nur zur Erklärung dazu, warum Sie sich morgen sehen werden. Also heute das Aufeinandertreffen war für Sie dann weniger erfreulich. Aber Sie haben dann unmittelbar nach dem Spiel gesagt, naja, es war ja erst der erste Spieltag. Das hat Ihr Trainer aber hoffentlich nicht gehört. Ja, ich meine, dass jetzt der Einstand in die neue Saison schlecht verlaufen ist, da braucht man nicht drüber hinwegschweigen. Es war jetzt auch keine gute Leistung an sich, aber ich glaube, die Saison ist vor allem erst nach der ersten Runde noch viel zu jung, um irgendwas schlecht zu reden. Aber so ein Fehlstart, der schmerzt natürlich schon irgendwie besonders. Wir haben was Neues in dieser Saison. Es gibt ein Arbeitszeugnis für unsere Studiogäste, Christian Fuchs. Da haben wir zwei extra Kameras auf Sie gerichtet. Ihre Laufwege werden vermessen. Und zum Schluss kann man das anhand von Zahlen sehr schön darstellen. Also, Sie haben 88 Ballkontakte. Das ist der absolute Bestwert des Spiels von allen. Sie haben gewonnene Zweikämpfe, 82%. Angekommene Pässe 72%, das ist, glaube ich, ein bisschen ausbaufähig noch. Und dann eine maximale Geschwindigkeit von 30,6 km/h. Das bringt uns aber gleich zu folgender Szene. Wir können Ihnen das nicht ersparen. Es ist das 0:3, wo Sie ein japanischer Gegenspieler namens Shinji Okazaki sauber stehen lässt. Und beim 2:0, naja, also da haben Sie auch nicht so gut ausgesehen. Was bringen einem dann diese 82% gewonnene Zweikämpfe? Ist das dann für Sie überflüssiger Schnickschnack, wenn man solche Statistiken erstellt? Oder bringt es tatsächlich was? Naja, wenn dann bei den 18% halt dann die beiden Zweikämpfe dabei sind, ist natürlich für die Katz. Aber ich denke, dass man ganz einfach nur an Statistiken erkennen kann, woran man vielleicht noch Defizite hat, der Trainer vor allem oder das Trainerteam, und dass man halt da sich nachher verbessert und dementsprechend arbeitet. Also Ihr Trainer wird sich das genauer anschauen und dann eventuell im Training auch Rückmeldung geben. Und da steht der Fuchs mit der Schlange. Und Thomas Lücke ist zu uns gekommen vom Reptilienhaus Oberammergau. Herr Lücke, Ihnen gehören diese beiden Prachtexemplare. Ja. Wie heißen denn die beiden Schätzchen und sind die in irgendeiner Form gefährlich?
Also gefährlich sind sie im Normalfall nicht. Der Biss ist natürlich unangenehm und schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich. Und wir haben einen kleinen Königspython aus Afrika und Fuchs hat gerade die Boa Constrictor aus Suriname. Ja, aber das sind Würgeschlangen und wenn die jetzt Hunger haben und die mich mit einem Yorkshire Terrier verwechseln, dann habe ich ein Problem. Also man sollte nicht unbedingt nach Futter riechen, wenn man mit denen Tiere arbeitet, weil sonst kann es eine Verwechslung geben und dann wird es eng. Der Christian, der kriegt schon ganz glänzende Augen. Großer Schlangenfan, hat selber zwei daheim. Was sind das für welche? Ja, eben so eine. Ja? Und eine Königsnatter. Das ist so eine rot-weiß-schwarz gefärbte. Wann hat es angefangen, diese? Ja, vor 4 Jahren, also. Eigentlich meine Frau und ich, wir waren auf der Suche nach einem passenden Haustier. Ja, da kaufen andere Meerschweinchen. Ja, aber die Sache ist halt die, als Fußballer bist du auch viel unterwegs. Ja. Und es war auch dann die Zeit, wo ein Wechsel ins Ausland angestrebt wurde. Und da haben wir eben was Pflegeleichtes gesucht. Und ein Hund geht dann nicht, Katze nicht. Und ja, Schlangen sind ja sehr gemütliche Zeitgenossen. Sie haben schon gesagt, die sind bei den Schwiegereltern in Österreich geblieben, Herr Lücke. Natürlich sind das unglaublich edle Tiere, die schaut man sich gerne an. Aber als Haustier, sag ich mal, taugen die wahrscheinlich nicht. Also machen die irgendwas? Kann man denen was beibringen? Ja, man kann ihnen gar nichts beibringen. Leute, die wohl einen sehr stressigen Beruf haben, haben gern Reptilien als Haustiere, weil es einfach entspannend ist, wenn man heimkommt und hat nicht dauernd Bewegung oder muss nicht in der Früh um 5 Uhr erst einmal Gassi gehen mit dem Hund. Hier kann ich die Tiere dann klimatisiert halten. Mhm. Dafür gibt es die Technik heutzutage, wo man dann Berieselungsanlagen, Temperatur alles steuern kann. Und der Futteraufwand ist auch nicht so groß wie bei Warmblütern. Aber wir sprechen von toten Mäusen. Man füttert überwiegend heutzutage tot, wobei die Schlange darf das nicht wissen. Ja, aber das merkt sie doch. Die ist doch nicht doof. Ja, die kann man gut tricksen. Ja? Die Schlange kriegt die Maus angewärmt. Ja? Zuerst taucht man die ganz normal auf, wärmt die an auf 37 Grad und bewegt die vor der Schlange. Da meint sie, die Maus lebt und tötet nochmal. Ja. Und das machen Ihre Schwiegereltern, Herr Fuchs? Ja, notgedrungen. Ne? Ja, wie oft sehen Sie dann Ihre Tiere? Ja, jetzt mal, wenn wir in Österreich sind, also Nationalteam. So ein Tag geht sich immer aus, morgen auch. Mhm. Also mit dem Kuscheln mit Martin wird es nichts, aber... Ja, Sie können ja nicht Schlange mitbringen. Ja, ich glaube, da hat er Martin. Ja. Aber Herr Lücke, Sie sind natürlich unser Schlangenexperte hier. Jetzt versichern Sie uns bitte alle nochmal, dass den Schlangen nichts ausmacht, dass die am Samstagabend einen Auftritt im Fernsehstudio haben. Die wirken auch ziemlich gechillt. Ja, die sind ganz relaxed und vor allem, es sind ja Nachttiere. Ja. Von daher stört die Tageszeit jetzt überhaupt nicht. Super. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Lücke. Gerne. Der Königspython hier und die Boa Constrictor. Können Sie sich wieder losreißen, Herr Fuchs? Ja, muss er, ne? Sie ihm? Ja, muss er. Gut, also dann, Herr Lücke. Nehme ich sie Ihnen wieder ab. Die ist gar nicht so leicht. Die wiegt lockere 10 Kilo. Ja, danke schön. Und da geht er hin, der Schlangenbeschwörer. Herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Was ist denn auf Schalke das größere Thema, Christian Fuchs, dass Sie Schlangenfan sind oder Österreicher? Österreicher, denke ich, weil es immer wieder zu Duellen kommt mit Deutschland, auch bei der neuen Qualifikation. Reden wir gleich drüber, ja? Vorher, also der Wechsel nach Schalke, da gab es ja so ein bisschen Unmut, sage ich mal, weil Sie das ganz offensiv auch verkauft haben am Markt, dass sie zu haben wären. Da könnte man sagen, okay, das ist ganz normales Bundesliga-Geschäft, so ist der Fußball, da gibt es keine Romantik. Hat Sie das trotzdem so ein bisschen berührt, die Reaktionen? Ja, also spurlos ist nicht vorübergegangen, ist ja ganz klar, aber... Ich meine, es wäre auch, denke ich, irgendwas schiefgelaufen, wenn keine Misstöne jetzt von Seiten von Mainz gewesen wären, weil sonst wäre ich ja da, keine Ahnung, wären sie ja froh gewesen, dass ich weg bin. Und es ist natürlich nicht schön für mich, aber das gehört zum Geschäft dazu. Manche haben es auch nicht verstanden, weil sie vom 5. der letzten Saison zum 14. gewechselt sind. Also sportlich war das ja erstmal eine Verschlechterung auf dem Papier. Ja, auf dem Papier, ja. Aber ich meine, Schalke ist ins Halbfinale in der Champions League eingezogen, Pokalsieger. Also ich denke, da sind auch dementsprechende Erfolge eingefahren worden. Und Schalke ist auch ein Riesenverein. Und es gibt, glaube ich, für einen Fußballer immer das Ziel, bei einem möglichst großen Verein zu spielen. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Das Losglück, das bringt uns immer wieder zueinander. Ja, also vor allem in der Qualifikation. Bei der WM jetzt schon wieder, aber vorher ist ja die EM zu spielen. Und Sie haben gerade eben schon gesagt, das nächste EM-Qualifikationsspiel dann am 2. September in Schalke, da können Sie dann zu Hause schlafen. Ist das genau das, was Sie sich immer erträumt haben? So? Na, so leicht ist es ja nicht. Ne? Wir sind ja im Hotel, ich wahrscheinlich mit Martin am Zimmer. Ja. Aber
Ja, wir freuen uns eigentlich auf alle, denke ich, auf die Partie, weil es immer was für uns Legionäre, auch was Schönes ist im Land, wo man seine Brötchen verdient, da auch zu spielen. Und auf Gelsenkirchen für mich natürlich was ganz was Besonderes. Also der Bundestrainer, der Joachim Löw, der warnt vor den Österreichern. Diese Spiele haben schon eine gute Brisanz. So, dieses Nachbarschaftsduell Deutschland-Österreich ist ja immer auch getragen von viel Spannung, von viel Diskussionen auch im Vorfeld. Die Ergebnisse bislang waren ja immer knapp. Bei der EM haben wir 1-0 gewonnen, jetzt in Österreich 2-1 mit viel Glück, weil Österreich gut gespielt hat. Ich hoffe, dass wir daheim jetzt dann im September alles klar machen. Ja, und Sie möchten ja den Deutschen mal wieder ein Haxerl stellen, eventuell sogar mit Christoph Daum als Trainer. Der war zuletzt in den Schlagzeilen als möglicher neuer Trainer Ihrer Elf. Was sagen Sie dazu? Ich denke mal, solange nur was in den Zeitungen steht und nicht noch offiziell angekündigt worden ist oder vom ÖFB angekündigt worden ist, sollte man da nicht so viel Gedanken darüber verschwenden. Teamchef ist Constantini und so wird es auch im nächsten Spiel sein. Dann reden wir gleich weiter. Recht herzlichen Dank, Christian Fuchs. Und Christian Fuchs ist wieder bei mir, liebe Zuschauer. Es hat heute Abend die Auslosung zur zweiten Runde im DFB-Pokal gegeben. Und Christian, der FC Schalke 04 trifft auf den KSC. Es wird gespielt in Karlsruhe. Machbar? Ja, auf alle Fälle. Ja. Also wir wollen ja auch schauen, dass wir den Titel verteidigen. Also. Pflichtsieg, würde ich auch fast sagen. Wir können mal drauf schauen auf diese zweite Runde. Also gleich zu Beginn sehen wir KSC gegen den FC Schalke 04. Dortmund trifft auf den Pokalschreck. Kann sich bei Leverkusen mal umhören, wie man rausfliegt gegen Dynamo Dresden. Nein, um Gottes Willen, das wird nicht passieren. Und Bayern München, wir haben rein bayerisches Derby hier mit Bayern München gegen den FC Ingolstadt. Mainz, das interessiert Sie ja vielleicht auch noch, Christian. Ja, auf alle Fälle, ja. Spielt in Hannover, Hoffenheim, Köln, Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern, Trier, HSV. Und wir können mal auf die nächste. Vielleicht schauen Sie einfach, wo Ihr Verein ist und schauen sich die Begegnungen dann an. Hier unten sehen wir noch, der 1. FC Nürnberg spielt gegen Erzgebirge Aue. Da oben ist auch noch ein Bundesligist, Berlin in Essen. Ja, also ich glaube, das reicht als erster Überblick. Christian Fuchs, wir haben über die deutsch-österreichische Freundschaft gesprochen, wir haben über Schlangen gesprochen, wir haben über Fußball gesprochen. Aber über ein Thema haben wir noch nicht gesprochen. Kennen Sie den hier? Wer ist das? Oder kennen Sie den hier? Frage an mich? Ja, ja. Klar. Kennen Sie den hier? Ja, klar. Wer ist denn das? John Cena? Na, der kommt noch. Da ist da, er. Da ist John Cena. Schauen Sie mal, was für ein sympathisches Kerlchen. Das ist, wir sprechen über Wrestling. Hier ist Ihr absoluter Favorit. Genau. The Undertaker. Wrestling, das ist, wenn, ja, gut gebaute Herren sich gegenseitig einen auf die Omme geben. Und eine gute Show liefern. Und eine gute Show liefern. Ja, es ist... Ich finde es ganz einfach geil. Wussten Sie eigentlich, dass der Kollege Raoul auch ein ganz großer Wrestling-Fan ist? Ja, noch nicht. Mit dem können Sie schauen. Doch, doch. Ja. Und wenn Sie mal je die Chance haben, zu WrestleMania zu gehen. Ich habe das mal in Orlando gesehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Das sind 80.000 Menschen. Also da ist schon ordentlich was los. Der Verband übrigens hat uns ausrichten lassen. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, auch den Undertaker mal persönlich kennenzulernen. Das war dem ganz wichtig, dass wir Ihnen das ausrichten, dass sich Christian Fuchs diesen netten... Sympathischen. Echt ein Herzchen. Es sieht doch nett aus auf dem Foto. Ja, das schenke ich Ihnen. Das darf ich Sie mitnehmen. Danke, schauen Sie mal. Freut sich Ihre Frau? Wollen Sie noch einen? John Cena, hier, Hulk Hogan haben wir auch noch. Ah, der ist schon alt. Da, bitteschön. So, danke. Also. Super. Christian Fuchs, wir sehen uns gleich an der Torwand. Herzlichen Dank schon mal.